Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei No One Lives Forever. Ach ja, ich liebe diesen Raum mittlerweile. Mal gucken, was es jetzt noch so Absurdes gibt. Juhu. It's a concentrated acid gas with a jelly base to make it sticky. You definitely don't want to get it on you. Here's a spiffy new device that should make dealing with security cameras less of an ordeal. When fastened to a camera, it generates a still image from the camera's viewpoint that should convince a casual watcher that he's seen it. Attach a camera disabler to this security camera. Ja, das hätte ich gerne schon mal eher gehabt. Da hat man wahrscheinlich nur einen dann dabei. Ich hätte aber gern mehr. Okay, Hauptquartier. Riding a motorcycle is easier than you might suspect. To get on, simply walk up and activate it. Hit activate again to dismount. Hit the forward key to accelerate, backward to brake, and the left and right turn or sidestep keys to steer. You can also steer with the mouse if you prefer. You will decelerate automatically if you release the forward key. Traction will generally be better on harder surfaces. Although you cannot use weapons while riding a motorcycle, you're not completely vulnerable. Ramming an enemy at speed is an effective way to clear a path. Okay, ja, also die Maus lasse ich mal in Ruhe. Das ist schon echt geil, ey, für das Alter des Spiels. Haben die mal noch so ein Motorrad eingebaut. Und ja, dementsprechend wissen wir ja, was im nächsten Level auf uns zukommt. Also wir werden definitiv Motorrad fahren. Hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass es hier Fahrzeuge gab. Ja, ja. Voll geil. Kein Excellent. Mann. Excellent. Okay. Ja, ja. So, weiter geht's. If Dr. Schenker is indeed being held in this secret underground research facility in North America, it's a safe bet he won't be there for long once Harm figures out what you're up to. The first step is to identify and detain the American Railways conspirator so that we can interrogate him. You will then need to locate the hidden entrance to the facility, find Dr. Schenker and get him out alive. Without him, we're doomed. Doomed. Kleine Futurama-Reference. Puh, ja, die Missionen werden auch irgendwie immer länger. Ich nehme wieder das Default-Equipment. Oder? Irgendwie... Kein Schalldämpfer? Hallo? Ja, ich habe aber keinen Bock, mich da durchzuklicken. Ist also egal. Have you seen anything suspicious? Like what? There's a spy aboard this train. Are you sure? I am. How do you know? I have my sources. That doesn't really answer my question. Let's just say I heard it from a little birdie that someone's been poking around, nosing for information about our obliging engineer friend. Oh. We don't want that information falling into the wrong hands, do we? Well, I haven't seen any spies. If you do, let me know. We don't tolerate spies. I'll keep an eye out. See that you do. Moron. Did you say something? What? I could have sworn I just heard you call me a Mormon. Why would I call you a Mormon? I have no idea. Do you have something against Mormons? No. Then why are we having this conversation? Dahin. I don't know. Da hinten gehen wir wohl besser nicht raus. Count on it. Okay, also kein Schalldämpfer. Machen wir die denn platt ohne Schalldämpfer?
Einfach drauf schießen, ne? So, wir gucken noch mal gerade in unseren in unsere Objectives. Also, natürlich wollen wir hier dem Schaffner aus dem Weg gehen. Und brauchen dafür erstmal irgendwie ein Ticket. I hope you're happy. Why? Because I'm not. What's wrong? If we had taken a plane, we would have been there yesterday morning. Instead, we're still stuck in this sardine. Was? You know how I feel about airplanes. And you know how oh Gott, wie gehe ich dem denn jetzt aus dem Weg? Also da müssen wir definitiv durch. Sorry. Next time you can fly and I'll ride the train. You mean travel separately? Why not? Wir gehen mal einfach hier in die Küche. You don't like traveling with me? Sure, but I want you to be happy. You're just trying to get rid of me, aren't you? I mean, calm down. You probably just want to have an affair with some train riding posse. Don't be silly. Den sprechen wir gleich mal an. Okay, er geht jetzt. Hm? Hallo. Ich hab gehört, hier will jemand eine Affäre haben. Hallo. Tickets, please. Tickets, please. Also ein Klo, da haben wir bestimmt wieder die Möglichkeit, mit diversen Geräuschen abzulenken. Was ist denn das für ein Zug? Ja, er kommt nämlich wieder zurück. Die Tür geht nicht zu. Hat ja jetzt nur 10 Jahre gedauert. Tickets, please. Tickets, please. So, diesmal brauchten wir gar keine Geräusche. Es ging auf. They say that every week. Yeah, but this time there was some guy asking around about the engineer that's working for us. They say that every week too. Well, it makes me nervous. Everything makes you nervous. Pipe down, will you? Try to admire the scenery. Well, maybe you'd be less nervous if you do your job instead of staring out the window. Yeah, well maybe you'd be less nervous if you were lying in a hole in the ground 6 feet under. And ticket. Don't threaten me. Or what? I'll tell Roscoe. Go ahead. Schallgedämpfte Waffe wäre jetzt ein bisschen einfacher gewesen. Ich wollte ihm... Ja, egal. Ich hatte gedacht, ich könnte da durch die Tür schießen. Hatte nicht damit gerechnet, dass der Typ jetzt direkt links rechts in der Tür steht.
Warum ist er dann überhaupt weggegangen? Immer wieder typisch, dass hier direkt auf mich geschossen wird. Hä? Okay, geht's nicht weiter? Moment, in welche Richtung fahren wir? Hey, wir fahren doch in die Richtung. Das heißt, ich muss doch da eigentlich abkoppeln. Das heißt, da muss ich nachher hin. Okay. Hier kommt offensichtlich niemand mehr lang. Dann müssen wir jetzt einmal noch ganz vorne. Ja, okay, interessiert ihn jetzt auch nicht, ob ich ein Ticket habe. Müssen wir nur aufpassen, weil da vorne waren definitiv auch Gegner. Okay, beim Laufen wird die echt ungenau. Versuch war es wert. Okay, jetzt müssen wir den Agent noch finden. Ich habe nur keine Ahnung, wo der jetzt ist. War das einer von denen, die wir... Ja, okay. War einer von denen, die wir schon gesehen hatten. Gut, man konnte jetzt nicht ahnen, welche Richtung man als erstes gehen muss. Was haben die alle? Ja, solange es nicht die Deutsche Bahn ist. I love riding the train. Ja, so sieht's doch aus. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt unser Kontakt ist, ehrlich gesagt. Und da habe ich mal wieder etwas übersehen. Das sind keine richtigen Türen. Doch, kann ich rein. Is it hot in here? Either way, I think you need a cold shower. Kind of half-wit comes up with these code phrases anyway. I know what you mean. What do you have for me? Looks like the assistant engineer has been acting alone. The crew compartments are all the way at the front of the train. You should be able to find him there since his shift doesn't start for another half hour. Perfect. Ja, total toll. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Okay, wieder ganz nach vorne. Ja, ich dachte gerade. Dann mal ab nach ganz vorne wieder. Ja, es wäre auch ohne Ticket echt eine Bitch gewesen. Hallo, denn nicht mal die Türen. Was haben die denn? Ihr habt das doch nie und nimmer gehört. Da habe ich den abgeknallt. Das kann doch nicht so laut gewesen sein. Hier habe ich den abgeknallt. Da ist der andere. Naja. Who are you? No, please, don't hurt me. That should keep you out of trouble for a spell. Oh, ja, ey. Kommen die denn jetzt schon wieder alle her? Ich hätte gern gesehen, wer das jetzt war, aber okay. Also jetzt, weil wir in
die Richtung fahren, wäre es natürlich dumm, vorne was abzukoppeln, sondern ab nach ganz hinten. Okay, die Zivilisten sind alle weg. Alter. Der ist jetzt mal einfach gar nicht gestorben. Ich hatte eigentlich gedacht, man könnte gut mal hier noch die anderen Waffen einsetzen. Naja gut, wir werden schon irgendwo wieder eine Weste finden. Ich denke jedes Mal, da wäre einer. Ich weiß auch nicht wieso. Fuck. So. Hauptsache der ganze Zug ist voll mit denen. Und der ganze Zug ist voll hier mit Sachen von Harm. Is that a caboose? Yup. What do you think it's doing out here? Not sure. Should we report it? Probably. Maybe we should check it out first. Okay. Yeah. Kommt ihr nämlich nicht mehr dazu, irgendwas zu reporten. Also von daher gerne. Auf das wieder voll cool vom Missionsdesign irgendwie. Und schon wieder eine Weste. Geil. Bitte entfernt die Bretter, damit die geheime Basis betreten werden kann von dem Typen. Wer auch immer es ist. Okay. Ich wollte gerade nur noch mal schauen. Hier wäre ein Motorrad, ganz geil. Ja, lange Kurven. Hey, erinnert mich an unsere Planet Coaster Series. Bisschen Tunnel bauen. So, wartet mal kurz. Ich musste mal gerade kurz was testen. Wegen der Lautstärke hier. Könnt ihr mich denn gut hören? Test, 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 test. Okay. Sorry dafür, es ist irgendwie gerade der Pegel, ist nicht ganz so hoch. Obwohl eigentlich alles immer so ist, wie immer. Thank you.
Die Musik ist auch neu, oder? Voll die Drama Queen, der Typ. Läuft auf mich zu und fällt dann aber trotzdem vom Geländer. Hier komme ich nicht rein. Die haben eine Reichweite teilweise, diese blöden Kameras. Das ist echt krass. Ich gucke jetzt mal hier. Ach, go fuck yourself. Wo müssen wir denn hin? Mit dem Unity Contact treffen. Okay, hier geht's auch noch weiter. Noch ein weiter, jo. Then what use are you? Hey, der hat unseren Kontakt umgebracht. Arschloch. Woher wusste der denn jetzt, dass wir hier sind? So, wir rennen hier mal einfach weiter. Da steht Motorrad. Okay, da komme ich doch nicht hoch. Sieht aber genauso hoch aus wie das hier, ehrlich gesagt. Da müssen wir wieder zurück. Es gab hier nämlich so Geheimgänge. Ah, hier. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier durch konnte, aber da hinten nicht. Ah, ja, komm. So, jetzt ab. Ab zur Geheimbasis. Ich habe noch den Alarm. Was war das denn? Oh je. Ja, ist gut. Dann machen wir es halt nochmal ohne Alarm. Es ist so, ich bleibe einfach dabei. Diese ganze Alarmmechanik in diesem Spiel, die ist so sinnlos. Jetzt,
weil ich meine, die sehen mich eh, greifen mich an. Ich darf die nicht töten, wo ich will, weil dann geht der Alarm los. Aber wenn die mich sowieso sehen und auf mich zurennen, welchen Sinn hat es dann, den Alarm nicht auszulösen? Der einzige Sinn ist der, dass es nicht diesen verfickt nervigen Alarm gibt. Hier. Here's the girl. Muss ich auch wieder so viel vorgekackt. Halb tot schon wieder, mein Gott. Es kommt doch, wenn man immer so rumrennt. Wenn man vergisst, zwischenzuspeichern. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Kann ich überhaupt durch oder muss ich die Schranke manuell öffnen? Ich probiere es nochmal. Hey, ich muss die Schranke manuell öffnen. Die ist ja sofort tot, die alte, ne? So. Okay, da stehen wieder welche. Mal einen umfahren. Der hat eine AK, da will ich auf jeden Fall einen umfahren, weil die Munition, die kann ich gut gebrauchen. Das ist einfach eine gute Waffe. Mit der Maus ist noch spannender. Also ich steuere gerade nur mit der Tastatur. Das geht, ist auch nicht ideal, aber es geht auf jeden Fall besser als mit der Maus. Ja. Ist das ein Kampfhelikopter? Sackgesicht. Ich warte auf jeden Fall, bis der steht, einigermaßen, weil... Friss das! Vermutlich ist...
Eine andere war schon besser. Weil hier habe ich diese Brandmunition. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja, ne? Also der Berg sieht sehr verdächtig aus. Nix fallen gelassen. Schade. Ich wollte ja noch mal gucken. Okay, muss man da noch irgendwas machen? Ich wüsste jetzt nicht was. Oder es ist wieder mal eine Info, die wir verpasst haben. Also so ist der Knopf gedrückt. Hier haben wir noch so einen Keylogger. Dann ist da wahrscheinlich irgendwo so ein Pad noch oder sowas. Vielleicht hier an diesem Schnuckenfels, ja. Ah, okay, das hat das geöffnet. Da hatte ich nicht drauf geachtet. Na bitte. Dann würde ich sagen, rein in die Basis, und zwar in der nächsten Folge. Deshalb einen schönen lieben Gruß in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid genauso gespannt darauf, was da jetzt auf uns wartet. Und ansonsten bis dahin, wie immer noch, einen super